Anyway, so, ich würde mal sagen, Jungs, willkommen zum... Oh, das ist insane. Das ist insane. Willkommen zum Replay-Stream Nummer 30. Willkommen zum Replay-Stream Nummer 30, Digga. Wir haben auch mal die 30 voll gemacht. Krass. Das ist Next Level. Gut, wir fangen an. Keine Ahnung, wie man ihn kennt. Oh, Dark World. Let's go. Oh, Royal. Genta, Baby. Das ist ein nice Hand. Mit Silver wäre FDK. Wenn Silver erlaubt wäre, wäre FDK. Mhm. Bin gespannt, was hier für ein Board rauskommt. Darkwood hat an sich nicht so einen festen Board, so. Spielt jeder immer ein bisschen anders. Bin mal gespannt, was der hier bauen wird. Genug Bodies kriegen wir aufs Feld. Riesentrainer, sehr gut. Okay, Green kommt. Cool. Viking, das ist ja fun. Donnervogel bringt da nichts. Mortenmann. Und Entzahlungnorm ist geil. Entzahlungnorm ist sehr geil. Oh, Pot of Avarice. Der Bruder hat Bock. Nochmal Tore. Genta wird gebanished. Snow. What the fuck, Pearly? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Ich meine, zu Beginn habe ich immer wieder gesehen, dass man kleine Dark World Engine in Pearly gespielt hat, aber ich habe noch nie eine kleine Pearl Engine in Dark World gesehen. Bruder, was ist hier los? Guck mal, das war vom Gegner. Man fragt sich, warum jetzt das Maxi. Das war aber gegen Dark World, darfst du kein Maxi schmeißen, du verlierst sonst. Aber die Decker unten dich. Es ist okay zu warten, aber jetzt, wo Apollosa da ist, ist halt, ja. Bringt nichts. Da bringt der Max nichts. Das war dann vielleicht doch ein bisschen zu spät. Alter, das ist so ein interessantes Deck. Aber sieht so bricklastig aus. Cerberus ist kreuzgelinkt. Wir ziehen also. Er wollte einfach nicht mehr gefragt werden. Der ist nicht kreuzgelinkt. Donnervogel wird abgeschmissen, man kennt Spot of Everest. Bruder, what the fuck passiert hier? Wie viel Plus willst du gehen? Ja, Genta. Nochmal die Feed-Spell. Banish Genta. Schmeiß Snow ab, Effekt Snow. Cerulli. Weißt du, man denkt, Ricker wäre schlimm. Ich glaube, das wird zu dem heftigsten Dark World Board, das ich hier gesehen habe. Card Destruction. Das willst du hier nicht aktivieren, glaube ich. Wobei, genug Backup haben wir. Ich glaube, ich bin 60, wa? Bro, what the fuck? Wie lange ging der Turn? Locker 45 Minuten. Dark World Board. Einfach Cyrus. Zombie Stein. Board of Everest zum 100. Mal. Card Destruction. Oh mein Gott. Kettenglied 100. Kettenglied 100. Okay, wir haben 6 Ketten. Doppel-Cerulli. Like, das ist too much, Bro. Das ist einfach too much. Bro, wir ziehen 4 Karten. Wir ziehen aber 4 Karten. Wir haben nur noch 4 Deckkarten. Like, what the fuck? Digga. There's no fucking way. Nein, hat er nicht gemacht. Nee. Nein, Digga. Nein. Nein, nein, nein. No way. No fucking way. 12 Material Noah. Das ist respektlos. Das ist heute das wahrscheinlich sogar respektloseste Board. Wir haben schon ein respektloses Board gehabt. Was aber mit Bandless Dings war. Also alte Bandless war. Das ist das respektloseste. Das ist FTK, Digga. Bro, what the fuck? Wie? Das ist hardcore lächerlich. Das ist einfach nur hardcore lächerlich. Warum triggern wir eigentlich der Firebolt-Drache? Machen wir es über den Gegner lustig? Wer hat das mit der Zeit hinbekommen? Das ist eine gute Frage.
Ich muss jetzt eine Dracolos oder Maxi Challenge, ja. Also. Bro. Ich find's echt geil, dass wir hier wieder mal ein Replay haben von etwas, was wir vorher noch nie gesehen hatten. Boah. Ich habe die Community wieder mal unterschätzt. Oh, geiles Deck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Feelings! Gut, dass Türkei kein Favorit ist in Sein, da freue ich mich. Bro! Bro! Wie alt ist das? Cackback? Agido? Stachelschraubenigel? Zompen? Oh, ja. Feierabend. Guten Abend, Luffy Bro, willkommen. Von 30 nach 23, okay. Ist egal. Alle Replays sind erlaubt, egal alt und neu. Hier passiert aber zu viel. Oh mein Gott, Triple Wolf. Hey, Onayama, willkommen. Warte ab, Insane. Sollte Türkei jetzt weiterkommen, unentschieden oder so, dann werden sie komplett Randale machen in ihren 3er BMWs. Ich meine, ich fahre auch im BMW, aber ich mache keine Randale. Ich sitze brav zu Hause. Ich habe nicht mal eine Flagge. Bruder, wie viele Wurfs willst du denn noch millen, aber? Aromax. Du got es. Anti-Spell. Are you for real? Das stimmt. Mhm. Bro, willst du, dass der Gegner nicht am Spiel teilnimmt? Dann box ihn doch einfach. Also hättest du seine Mutter beleidigt, wäre das nicht so schlimm. Ich bin ehrlich. Ich wollte sagen, schlechtes Boss verliert gegen Dark Rule, aber nicht mal das kann ich sagen. Er versucht zu spielen. Er versucht einfach zu spielen, Digga. Geil. Oh mein Gott, er hatte Hoffnung. Oh, scheiße. Das ist so gottlos. Oh, no Fat Cats. Ach Gott, wieder Fire King. Gegen Mikank, oh mein Gott, starker Rückgang. Falls man Maxi kassiert. Wait, Mikanko going first? Was ist das für eine Variante? Ah, und ach so, das ist. Okay, warte mal. Ich wollte sagen Infernoble Mikanko, aber was ist das? Ist das Infernoble? What the fuck? Nibiru, okay. Hat nicht besonders gejuckt. Isolde Number 2. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Was passiert hier? Hanzo! Nibiru war richtig, damit Isolde nicht mild. Weil, wenn da die Ausrüstung sauber kann, im Grave landen, ist RIP. Aber er hat auf Isolde Nummer 2 beschworen. Was ist das?
Alter, wie hart muss das Deck denn bitte bricken? Bruder, wie viele Archetypes willst du spielen? Ja. Guten Abend, Ultra-Turbo. Komm. Ich check gar nichts mehr. Das muss doch Brick Festival das Grauen sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie. Das funktioniert dann vielleicht einmal in 10 Games oder was? Bro, what the fuck? Okay, jetzt sind wir in die Virus-Safe-Kappa. Ich war zum Wechsel von dir. SP. Charles. Man bedenke, dass wir das hier unter Nibiru gebaut haben. Angelica's Ring, SP Little Line, Appaloosa für 4, Gilfried und Charles. Und ein Pop. Und eine Ash. Like, what the fuck? Wo ist Shifter, wenn man ihn braucht? Okay. Negate. Negate wird negiert und der Negate wird negated. Das war sauber gespielt vom Gegner, ja. Sorry, kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich habe absolut keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber das Ergebnis war gut, sagen wir so. Wow. Wie haben wir das jetzt ausplayed? Bro, what the fuck? Ash, okay. Wie easy sind wir da jetzt mit durchgekommen? Das ist insane. Einmal der Nibiru hat geholfen, weil er so stark war. Oder ist, grundsätzlich. Falcon Benefits hat Bastard, ja, es ist echt so. Aber das ist schon insane, das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da jetzt so simpel durchkommen. Princess wird negiert. Sieht er trotzdem sehr gut für den Gegner aus. Digga, wie dreht der das noch? Nibiru! Kidspell, Pop. Bro, das ist insane. Das ist wirklich High-Quality Gaming. Oder Gameplay. Also von beiden Seiten. Zumindest, wie gesagt, beim Gegner kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was sein Deck genau macht. Aber es sah gut aus. Bro, insane. Fucking insane. Not even fat cats. It was a chicken deck. Nice gameplay, bro. Synchro spam? Mir, der hätte nicht unbedingt Fußballfan sein müssen. To be fair. Digga, Brandon ist auch so ein Deck, Digga, ehrlich. Eierflattern, wenn ich das sehe. In TCG, ehrlich. In TCG habe ich immer so Eierflattern, wenn ich gegen Brandon spiele. Die machen so viel, Alter. Das ist insane. What the fuck? Tür den markierten? Ihr habt die Karte noch nie gesehen? Sofort nach dem Effekt ausgelöst wurde Beschwörung 1, Synchro-Monster und Synchro-Beschwörung verwenden, dafür Monster, die du kontrollierst, um zu retten, und ein Drachenmonster. Die kennt man, spielt man die? Ey, ich hab die legit noch nie im Brand gesehen, bin dir ehrlich. Okay. Synchro gegen Synchro, I guess. Kroko! Die Tüte der Markierten. Ja, also, keine Ahnung. Hat irgendein Archetype so viele Karten wie Branded? Okay, Hero vielleicht.
Korb auf die Ash. Invisible Runic. I mean. Bestimmt. Aber ich glaube, wenn, dann hätte es Josh getan. Er hat es bestimmt schon probiert. Hero und Black den ganz weit oben, okay. Aber jetzt nicht, also Hero allgemein, jetzt nicht Elemental Hero, oder? Oder wovon gibt's am, welche gibt es am meisten? Wir haben ja Vision Hero, Elemental Hero, Destiny Hero, Evil Hero. Oh mein Gott. Echt die Karte, ehrlich. Axel! Hol uns Jet. Hyper Librarian, oh, let's have fun. Oh, Royal, wir ziehen zwei Karten vor Beschwörung. Stardust. Crimson. Jetzt legit zwei Karten. Wanted, wir ziehen noch eine. Rebo. Omega, wir ziehen noch eine. Talents, wir übernehmen. Baron, wir ziehen noch eine. Baron poppt. Omega rippt. Crimson holt Disparta. Und wir ziehen noch eine. Und Disparta holt Omega wieder. Omega rippt again. Bro, what the fuck? Ripping Brand Fusion, by the way. Yeah, of course. No need to mention. Insane, Digga. Insane, bro. Maxi noch. It was a bang of a replay, yes. Just a little bit disappointed because it was chickens, not fat cats, but still. Bruder, das ist wild. Du hast ihn einfach aus dem Leben genommen. Alter! Du hast ihn einfach alles weggenommen. Da auf einen Schluck Wasser. Ronos, something insane about fat cats? Yeah, sure. That game was a tournament and I made grand finals, then lost to cats. See? If it was a mirror match, you wouldn't have lost. Just saying. Deswegen, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich finde die Hobos kann richtig sexy, aber ich hätte nicht erwartet, dass sie so einen Impact haben auf Master Blue. Ich mag sie an sich auch. Ich hätte sie auch in TCG gezockt, wenn sie nicht so teuer gewesen wären. Und wenn Amset nicht so teuer gewesen wäre, hätte ich denen eine Chance gegeben. Leider aufgrund des Preises, aber das Ding ist, die sind auch in Master Blue extrem teuer. Das ist ja gefühlt alles an den Ultra Rare. Muss man auch sagen. Passt. Also, ist ein gutes Setup. Den geben wir, sehr gut. Ist richtig gut. Oh, okay, Hard Draw. Original, warum nicht? Wir haben noch Big Welcome. Wir haben sogar noch Traptic, warum wir wahrscheinlich einfach Daruma setzen können. Was ja schon den Turn bannen würde von Snake Eye. Endlich mal Snake Eye. Was poppen wir? Oder haben wir schon gepoppt? Okay, schon bekommen. Okay. Ja, sag ich, Daruma ist immer der. Ist Genickbruch gegen das Deck. Daruma ist einfach die beste Fallenkarte im Spiel, Digga. Ehrlich. In meinen Augen so. Vermutlich eine der besten Fallenkarten, die jemals geprintet wurde. Transaction. So, welcome. Oh, that's what we like. So muss das sein. Transaction abgeworfen. Das heißt, wir können Doppelwaffenstillstand machen. Warte mal. 9 Karten mal 5 sind doch... Sind das 4-5? Das heißt, 2 mal 4-5, 9000? Digga. Macht erst auf 9000 Schaden? Geil. Fühl ich. Fühl ich. Der war gut. Der war echt gut. Nice. Nice, da sieht man. Sind automatisch die Metakarten günstig. Weil es werden zu viele gezogen, mit denen können sie aber nichts anfangen. Die wollen ihre Glurats und so haben. Und daher hast du die Meta-Trainerkarten, bla blub, die kosten nur Cent. Weil die Leute, die die Karten ziehen, nur Sammler sind und damit nichts anfangen können. So.
Oh wow, Zaravis ist interessant. Der klassische Start in jedem Blue Eyes Deck. Als Variety geht's fit, Watashi. Mach ich ja auch. Wenn ich jetzt auch Pokémon streame, dann werde ich auch wahrscheinlich so noch 60 Zuschauer oder so haben. Aber ab und zu Variety ist okay. Oh, geil, Burn. Oh, Pokal ist Assist. Wir treffen auch noch. Raigeki. Oh, die 3-2 Damage sind gerade richtig high für das Deck. Ah! Bruder, an der Drawface gibt's noch mehr Schaden. Rest in peace, Bro. Rest in peace, Bro. Du hast besser gespielt. Du hast besser gespielt, Bruder. Aua. War ein hammer geiler Stream. Ehrlich, ihr habt mich übertrieben positiv überrascht. Bei dem Wetter habe ich nicht so viel erwartet, nicht so viele Zuschauer erwartet. Vor allem nicht so viele Replays erwartet. Das war insane. Danke dafür. Danke auch nochmal für den Raid an Lumpy. Dankeschön für alles, Jungs. Ich habe euch alle ganz so lieb. Kuss geht raus. Ich habe euch alle ganz so lieb. Passt auf euch auf. An alle, die dann morgen am Start sind, sage ich noch bis morgen.